Tatsächlich wäre das die Frage, wo sehen Sie die Chance, relativ schnell aus Bundessicht, Sie sind ja nur auch an der Regierung beteiligt, aktiv zu werden? Im Koalitionsvertrag steht drin, die Qualität der Arbeit an den Hochschulen ist uns wichtig, wir wollen uns darum kümmern, da soll was passieren. Heute Morgen haben wir Elke Hanak gehört, die hat so ein bisschen ambitioniert, sage ich mal, angekündigt, bis zum Ende der Legislatur hätten wir ein neues Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Schauen wir mal. Aber wo sehen Sie tatsächlich die Ansatzpunkte, wo Sie sagen, da legen wir los? Oder sind wir schon mittendrin? Läuft. Läuft schon, ja, genau. Ja, vielen Dank erstmal für die Frage. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ansatzpunkte sehe ich in allererster Linie und deshalb halte ich mich jetzt auch nicht lange mit Vorreden auf. In der momentan spürbaren Aufbruchsstimmung, und zwar auf allen Ebenen. Ich rede jetzt nicht nur vom Bund, der Bund ist derjenige, der eigentlich fast am wenigsten tun kann. Nein, ich spüre das insbesondere ganz stark an Universitäten, an außeruniversitären Einrichtungen, aber auch in den Ländern, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, auch wenn Sie dazwischen grätschen, dass ich es da noch am wenigsten sehe. Und zwar will ich das auch gleich mal hinterlegen. Wir haben immer wieder das Thema mit Finanzierung von Hochschulen und jeder. Und hier sitzen sicher viele, die Einblick in das Wissenschaftssystem haben, sagen, die Finanzierung an Hochschulen stimmt einfach nicht mehr. Wir wissen die Entwicklung der Studentenzahlen, Herr Professor Prenzl hat eben auch etwas gesagt dazu. Und trotzdem vermisse ich, und für jemand, der selber in der Regierung war, das eindeutige Bekenntnis für eine Priorität Bildung und Wissenschaft in den Ländern. Und vor dem Hintergrund gab es ja im Jahr 2014, das ist ja nur noch nicht so lange her, auch diese Verhandlungen bezüglich der Übernahme des BAföG. Damals haben sich die Länder natürlich nicht verbindlich, sondern per Handschlag mit dem Bund geeinigt, dass diese Gelder in Bildung und also Schule und Hochschule kommen. In den Gesprächen war deutlich, Hochschule ist wichtig, weil es da wirklich an allen Ecken und Enden hapert. So, nun haben wir die Änderung und was sehen wir in den Ländern? Es ist leider nicht so, wie wir alle es erhofft haben. Man hätte so viele schöne Dinge von denen, die Professor Prenzl eben an die dorthin geschreibt, an die Wand geworfen hatte, wollte ich gerade sagen, also Wand ist das ja nun nicht mehr heutzutage, schlicht und ergreifend von Tenure Track über Identifizierung von Daueraufgaben an Wissenschaftseinrichtungen, brauchen wir nicht ganz andere Wege als immer nur, Entschuldigung, zum Professor, ist schön, ich finde es auch schön, dass wir uns kennen, aber es gibt so viele andere Aufgaben, da muss man nicht unbedingt Professor sein, sondern das Wissenschaftsmanagement, was heute eine ganz andere Rolle spielt als vor 20 Jahren, das hätten mit diesem jährlich 1,2 Milliarden Euro, also 1, sind nicht ganz 1,2 Milliarden, aber fast, da hätten wir viel, viel tun können. Und dann gibt man von mir aus 20% in die Bildung, okay, bleiben immer noch 80% dieser knapp 1,2 Milliarden Euro im Land für Wissenschaft übrig. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen, und davon bin ich ganz fest überzeugt, die Länder auch ein Stück dazu kriegen, als Bund, hier eine Priorität zu setzen und sagen, wir tun halt was in einem anderen Bereich weniger. Das muss der Bund ja auch tun. Also wir haben ja auch, wir reden immer von schwarzer Null, wenn wir diese BAföG-Kiste machen, müssen wir irgendwo eine Gegenfinanzierung haben. Also das ist zu schaffen, wenn man es will. Und dann kann der Bund eben vielleicht doch das eine oder andere Anreizsystem setzen. Wir können auch an dem Wissenschaftszeitvertrag drehen, das haben wir auch vereinbart, das werden wir auch tun, um hier einfach von der Karriereplanung ein Stück das, was wir über dieses Gesetz befördern können, auch zu tun. Das ist der kleinere Teil. Ich glaube, der wichtigere Teil ist, worin liegen wirklich die Chancen für den wissenschaftlichen Nachwuchs und die Beratungsschiene und das Mentoring und das Coaching, damit die jungen Leute von Anfang an auch sagen, ist das überhaupt mein Weg, hier vielleicht irgendwann mal Professor zu werden? Will ich nicht einfach nur forschen? Oder will ich auch forschen in der Wirtschaft? Nicole Gohlke, Sie sind ja Opposition.
Jetzt hatten Sie eben von Manfred Prenzl quasi die Liste, wer was tun muss, war ja schön aufgeschlüsselt, Bund, Länder, Hochschulen und so weiter. Jetzt treiben Sie mal die Regierung vor sich her. Was muss jetzt passieren? Super, super Aufforderung. Ja, ich musste, nee, nicht wirklich. Ich musste vorhin auch schon bei Ihrem Eingangsstatement sozusagen zu dem Länderbashing ein bisschen grinsen, weil uns das tatsächlich fernliegt. Ich finde, an der Stelle muss man, also natürlich sozusagen ist das nochmal ganz gut deutlich gemacht worden, auch durch Ihren Vortrag, sozusagen auf welchen Ebenen überall angesetzt werden muss. Und natürlich ist allen klar, dass wir am Ende auch von einem Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen eben reden und dass es, glaube ich, für jeden Beteiligten und insbesondere für die Beschäftigten und für die Studierenden ausgesprochen unbefriedigend ist, wenn eine Ebene halt einfach immer es sich leicht macht und auf die andere nur verweist, anstatt auch zu gucken, welchen Beitrag habe ich zu leisten. Jetzt sitzen wir hier allesamt als Mitglieder des Bundestages und sozusagen haben, glaube ich, vor uns jetzt als allererstes die Aufgabe zu stellen, welchen Anteil hat eben der Bund und der Gesetzgeber zu leisten. Und da ist natürlich aus meiner Sicht klar, dass es zwei zentrale Stellschrauben liegt, wo man, glaube ich, auch die Verantwortung nicht so einfach abgeben kann, und zwar weder an die Hochschule noch auch an die Länder. Das eine ist, empfinde es als ganz unbefriedigend, dass sich eigentlich der Bund als zentraler Gesetzgeber in der Frage Wissenschaftszeitvertragsgesetz und eben auch als derjenige, der zentral zumindest auch Steuerungshoheit über Finanzierungsfragen hat, sich da in den letzten Jahren sehr bequem herausgehalten hat und ein Stück weit eigentlich zurückgezogen hat auf die Rolle eines Moderators. Und ich glaube, dass diese mangelnde gesetzgeberische Regelung, der wir da begegnen, bei einer gleichzeitigen Kurzatmigkeit in der Finanzierung, also in der Finanzierung von Hochschule und Wissenschaft, dass diese Kombination wirklich dazu führt, also das ist letztendlich genau diese Form, die der jetzigen Entwicklung, die so kritisiert wird und so beklagt wird, eben Vorschub leistet. Insofern finde ich, das sind die zwei zentralen Stellschrauben, also die Frage sozusagen Rechts- und Finanzierungslücken schließen, und da meine ich, dass der Bund auch jetzt in der Verantwortung ist. Es wird immer darauf hingewiesen, ja auch sozusagen von Seiten der Koalition, man habe jetzt eine zentrale Stellschraube angepackt mit der teilweisen Abschaffung des Kooperationsverbotes. Dann fragt sich an der Stelle natürlich schon, warum ist man denn dann jetzt noch nicht aktiv geworden? Also ich fand es dann schon etwas unglücklich, dass quasi gleichzeitig wieder diese Form der Pakte, also diese Kurzatmigkeit der in der Finanzierungsfrage, also in Form nur von Pakten und Programmen, weitergeführt wurde, obwohl man eigentlich andere Bedingungen zumindest vorgegeben hat, geschaffen zu haben, und dass eben die Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes jetzt schon so lange auf sich warten lässt. Ich glaube, das ist tatsächlich unbefriedigend an der Stelle. Und da stört mich die Haltung sozusagen, insbesondere natürlich der Union an der Stelle schon. Ich glaube, das ist auch für die SPD nicht ganz einfach, damit umzugehen sozusagen, weil ich würde da sagen, es gibt da es gibt ja da merkbare Unterschiede in der Frage eben, wie drastisch zum Beispiel die Situation an den Hochschulen tatsächlich ist und eben auch in der Frage, wie stark der Bund als Gesetzgeber da eigentlich jetzt sozusagen in die Pflicht genommen werden kann. Also wie gesagt, um vielleicht zum Punkt zu kommen, ich würde sagen, Schließen der Rechts- und Finanzierungslücken und auch eine aktive Vergabepolitik, auch das ist wo ich einfach finde, da gibt es jetzt schon wieder in der neuen Koalition Versäumnisse. Die aufgelegten Pakte sind nicht an Zielvereinbarungen geknüpft, sind nicht mit Sanktionsmöglichkeiten versehen. All das wären eigentlich Handlungsmöglichkeiten des Bundes gewesen, die an der Stelle nicht angepackt wurden. Das ist, glaube ich, ein schweres Versäumnis und zulasten der Beschäftigten. Ja, dann wollen wir doch mal schauen. Ja, Sie dürfen mal klatschen. Dann wollen wir doch mal schauen, ob es klappt, was Nicole Gulke da versucht, nämlich den Spaltpilz in die Koalition zu tragen, Ernst-Dieter Rossmann. Frau Gurke, würde ich das nicht sehen lassen, dass es nun nichts Substanzielles wäre, was die Große Koalition zusammen mit den Ländern und durch Beratung durch die Wissenschaftsorganisation ein Pakt der Pakte mit beschlossen hätte, 25 Milliarden als festgelegt waren, sogar einen Gesetzentwurf eingebracht haben zur Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, der für alle hinreichend bekannt ist. Es gab zur gleichen Zeit von den zwei zentralen sozialdemokratischen Regierungen aus Hamburg absolute Mehrheit, NRW, sehr stark SPD-Grün, getragen auch eine entsprechende Bundesratsinitiative. Und insoweit wussten alle vor der Wahl, was die SPD als Kritik hatte, auch in der Auseinandersetzung mit
CDU, FDP. Und wir haben es dort teilweise schon so wahrgenommen, dass es vor allen Dingen die FDP war, die keine weiteren regulatorischen Verbesserungen für wissenschaftlichen Nachwuchs, für Karriere, Kalkulierbarkeit und anderes an den Hochschulen mit wollte. Und die CDU, CSU ist dann ja auch entsprechend bei den Koalitionsverhandlungen neben dem, was die Kollegin angesprochen hatte, dass es auch in den Hochschulen, in den außeruniversitären Einrichtungen selber zur Entwicklung kommen sollte, bereit gewesen, dass wir flankierend das Wissenschaftszeitvertragsgesetz novellieren werden. Und wer es genauer nachlesen will, findet von unserer Ministerin dort schon sehr präzise Punkte, die sie auch angesprochen hat, in einem bemerkenswerten Interview in der Süddeutschen Zeitung. Und insoweit sind wir jetzt in einem ganz normalen Verfahren zwischen den Koalitionen abzuklären, wie das immer in jeder guten Regierung ist, im Dreieck zum Ministerium, den Koalitionsfraktionen, wie wir dieses umsetzen. Und da können Sie natürlich jetzt keinen Spaltpilz reintreiben, sondern Sie können rückfragen, wie präzise sind wir dort schon, was die Eckpunkte angeht, die bei uns, ich kann das nur noch mal wiederholen, auf dem Tisch liegen, wie bei einem guten Skat. Und von der anderen Seite warten wir jetzt auf die Eckpunkte und wir sind da ganz zuversichtlich, dass es am Ende nicht der ganze sozialdemokratische oder gewerkschaftliche Himmel sein wird, aber dass es dort zu einem neuen Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu Veränderungen kommen wird. Was die zweite Dimension angeht, die ja auch im Wissenschaftsratsvortrag angesprochen wurde von Professor Prenzl, ist das natürlich eine Mehrdimensionalität, die einerseits die Hochschulen mit in die Pflicht nimmt, bis hin auch die außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Da wird man auch drüber nachdenken dürfen, ob es nicht eine andere Verbindlichkeit in der Personalentwicklung geben kann. Da wird man auch rückfragen müssen, an welcher Stelle die Einrichtung selber über Mittelunschichtung zu konstanteren Beschäftigungsverhältnissen kommt, dass die Länder dort Prioritäten mitsetzen. Aber so ganz, Frau Gohlke, würde ich das nicht stehen lassen, dass es nun nichts Substanzielles wäre, was die Große Koalition zusammen mit den Ländern und durch Beratung durch die Wissenschaftsorganisationen im Pakt der Pakte mit beschlossen hätte, 25 Milliarden als festgelegtes Volumen bis 2022, das ist ja nun keine Kleinigkeit, das ist schon ein Pfund. Und das ist auch nicht kurzfristig, sondern das ist auch etwas, wo der Bund mit milliardenschweren Beträgen reingeht und auch die Länder sich komplementär mit verpflichtet haben. Von daher sollten wir jetzt auch diese Frage weniger als Bashing, sondern mehr als Thema aufgreifen, wer kann was auf der Zeitachse zusammenbringen. Und natürlich wird, wenn diese Rückfrage kommt, der Teil, den Herr Prenzl angesprochen hatte mit 7.500 Professorenstellen oder 20% Tenure-Track als Erwartungshaltung die Frage aufwerfen, gibt es nochmal einen besonderen Impuls? Und der Bund kann eigentlich dort impulssetzend sich einbringen in den Finanzkorridoren, die wir haben, was den zusätzlichen wissenschaftlichen Nachwuchs angeht. Letzte Bemerkung. Sie werden von mir hier heute kein Bashing und auch kein Ausweichen in Bezug auf die Länder hören, weil ich finde, da sind wir jetzt mittlerweile so bunt gemischt, dass ich der Frau Gohlke sagen müsste, also Sie sind in Brandenburg an der Regierung beteiligt, nicht schlecht, aber haben auch nicht darauf gedrungen, dass wir bei den Pakten eine hundertprozentige andere Verbindlichkeit mitbekommen. Sie werden aus Thüringen, wo Sie gerade den Ministerpräsidentenstellen erleben, dass es auch dort eine sehr sachlich abgewogene Haltung geben wird, was bestimmte Gestaltung von Pakten bis zu Exzellenzinitiativen mit angeht. Wir sollten dort nicht uns auf der Bundesebene klarer geben, als wir in der Gesamtheit der jeweiligen Parteien sind. Und das macht ja vielleicht auch die Stärke aus, dass dort in einer Bund-Länder-Zusammenarbeit kein Bashing stattfindet, sondern konstruktives Zusammengehen. Und wir deshalb in diesem Jahr einen Nominierungsvorschlag für ein Wissenschaftszeitvertragsgesetz bekommen, in der Folge einen Initiativvorschlag für ein präzises Programm, wie man den wissenschaftlichen Nachwuchs noch stärken kann, und zum Ende der Legislaturperiode eine Gesamtperspektive für die Wissenschaftsarchitektur und auch eine Perspektive, wie man die Mittel, die in dem Pakt der Pakte gebunden sind, dann überleitet in eine weitere nachhaltige Finanzierung von Personal an den Hochschulen im Sinne von Herrn Prenzl, nämlich eine Tenure-Track, wir sagen immer noch Junior-Tenure-Track und dauerhaft gestützte
Qualitätsstruktur an Personal im wissenschaftlichen und auch im nichtwissenschaftlichen Bereich. Dafür sind wir zu sehr rot gefärbte Sozialdemokraten, dass wir den nichtwissenschaftlichen Bereich genauso ernst nehmen wie die Professoren. Wenn das so ist, können wir ja einen Strich drunter machen, Haken dran, Kai Gehring, und Sie suchen sich ein anderes Thema. Ich sage ja nur, wie der Prozess ist. Ja, ist ja sozusagen eine Ankündigung, ne? Dieses Jahr noch und so weiter. Ja. Ja, ich glaube, einen Spaltpilz braucht man da gar nicht reintreiben, sondern man sieht ja, dass da noch unterschiedliche Positionen vorhanden sind. Aber es ist tatsächlich richtig, dass jede und jeder jetzt auch tatsächlich die Rolle wahrnimmt. Und das wäre fatal, wenn jetzt der Bund sagt, liebe Länder, macht ihr mal. Und die Länder sagen, liebe Hochschulen, macht ihr mal. Und die Hochschulen zeigen auf alle anderen zurück, sondern es muss ein gemeinschaftliches Vorgehen sein. Und ich sehe den Bund da durchaus auch als einen Impulsgeber und ich sehe die Bundesebene auch in der Gesamtverantwortung für das Wissenschaftssystem und auch in der Gesamtverantwortung dafür, Wissenschaft als Beruf wieder attraktiver zu machen. Und ich wäre mir gar nicht so ganz sicher, ob jetzt alle Akteure aus allen vier Bundestagsfraktionen jetzt die gleiche Problemanalyse haben. Ich würde das nochmal wirklich sehr klar sagen wollen. Wir haben einen erfreulichen Studierendenboom, aber wir haben eine hochdramatische Lage bei der Frage von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und wie es insbesondere dem wissenschaftlichen Nachwuchs geht, weil wir es inzwischen mit einem Befristungsunwesen zu tun haben, insbesondere was Kurzzeitbefristung angeht, was so nicht stehen bleiben darf. Das ist nicht zukunftsfähig, das ist auch nicht konkurrenzfähig, beispielsweise gegenüber der freien Wirtschaft, und das ist dringend reformbedürftig. Und deshalb ist das auch so dringend notwendig, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz als ein Baustein da auch überarbeitet wird, weil wir dringend Mindestvertragslaufzeiten brauchen, was die Drittmittelbefristung angeht. Wir brauchen eine Streichung der Tarifsperre. Wir müssen dafür sorgen, dass Eltern- und Pflegezeiten angerechnet werden. Wir müssen uns um die Promovierenden besser kümmern, über einen Betreuungsvertrag und, und. Da gibt es von den Grünen seit Frühjahr letzten Jahres auch einen Gesetzentwurf, der im Wesentlichen auf der rot-grünen Bundesratsinitiative basiert. Das heißt, es sind Vorschläge im parlamentarischen Raum, im Bundestag und Bundesrat. Und jetzt geht es 2015 um Butter bei die Fische. Denn es geht wirklich darum, jetzt eine Novelle vorzulegen, die zu Verbesserungen führt. Denn wir als Bundespolitiker müssen eben auch das tun, was wir tun können. Und da muss ich schon sagen, bei dem Paket der Pakte, es ist natürlich vom Finanzvolumen beachtlich, aber ich hätte mir da durchaus schon klarere Kriterien für die Personalentwicklung und Beschäftigungsstandards gewünscht. Da hätte man, glaube ich, durchaus mehr machen können. Da muss man jetzt auch gucken, was neben den Hochschulen an den außeruniversitären Forschungseinrichtungen tatsächlich passiert. Und da hätte man natürlich auch viel mehr noch im Hinblick auf zusätzliche Professuren und Personalstellen verabreden können, weil die Professurenanzahl natürlich nicht Schritt gehalten haben mit dem Studierendenboom, sondern es sind im Wesentlichen prekär beschäftigte Lehrbeauftragte. Und das ist auch ein wichtiges Handlungsfeld. Im Übrigen müssen wir weiter darüber reden, wie kann die Grundfinanzierung der Hochschulen gestärkt werden. Und deshalb fand ich auch die Rollenverteilung bei den Finanzierungsnotwendigkeiten sinnvoll. Und der Bund kann da sicherlich ein Anschubprogramm machen, aber er muss sicherlich auch mitwirken und mithelfen, dass die Länder die Grundfinanzierung der Universitäten und Fachhochschulen besser hinkriegen. Und ein solches Tenure-Track-Professurenprogramm, da würde ich sehr gerne nochmal intensiver drüber diskutieren. Wir haben bisher als Grüne immer gesagt, ein neues Junior-Professurenprogramm wäre sehr wichtig, wäre sehr sinnvoll, weil die Junior-Professur besser ist als ihr Ruf. Wenn das einerseits die Wording-Geschichte ist, andererseits aber auch die Frage der Eingruppierung, da macht ein Tenure-Track-Professur sicherlich auch viel Sinn. Das würde ich im Detail auch nochmal diskutieren. Aber es braucht mehr Dauerstellen für Daueraufgaben. Das ist der Kern des Ganzen. Und da kann die Bundesregierung jetzt auch nach der Verfassungsänderung deutlich mehr machen. Und da werden wir auch weiter schieben und drücken, dass da was Gescheites bei rauskommt. Sie haben, Manfred Prenzl, eben so ein bisschen skizziert, wo Ihre Forderungen liegen aus Sicht des Wissenschaftsrats. Wie zuversichtlich stimmt Sie diese erste Runde jetzt? Es waren ja Empfehlungen und keine Forderungen. Aber ich. Oh, jetzt rudern Sie aber zurück. Nein.
Also ich glaube, dass es besser ist, dass man mehr erreicht, wenn man eben empfiehlt als fordert. Und von daher finde ich, also als Ergebnis der Statements hier eigentlich, das Thema ist angekommen. Ich denke, das ist nicht nur in der Politik angekommen, das ist auch bei den Universitäten, bei den Fachhochschulen, bei den Außeruniversitären angekommen. Also ich denke, das ist auch ein bisschen meine Beobachtung, dass manche Einrichtungen auch die Problematik etwas verschlafen haben und von daher diese Debatte um das Wissenschaftszeitvertragsgesetz aufweckend gewirkt hat. Aber wenn man das eben verbindet mit Anreizinstrumenten, die eben auch strategisch so angelegt sind, dass verschiedene Ebenen zusammenspielen, dann sehe ich eine große Chance, hier wieder ein weiteres Stück Qualitätsgewinn in unserem Wissenschaftssystem zu erzielen. Das will ich auch ganz gern nochmal mit ansprechen. In den letzten Jahren ja deutlich besser finanziert wurde und auch, wenn man es international anschaut, gar nicht so schlecht dasteht. Wir haben ein System, das sich schon unterscheidet von anderen, aber in vieler Hinsicht sehr erfolgreich ist. Brauchen wir auch. Und in der Hinsicht würde ich mich eben freuen, wenn wir es eben schaffen können, hier für die entscheidende Frage Nachwuchsförderung hier weitere Anstöße zu geben, die dazu beitragen, dass in den nächsten 4-5 Jahren nochmal deutliche Fortschritte erreicht werden. Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Und eben in der Kaffeepause habe ich zumindest zweimal irgendwie gehört, dass er sagt, wenn die gleich da sind, denen gebe ich was mit. Die Chance haben Sie jetzt. Ja, Sie können den Vertretern, Vertreterinnen der Bundestagsfraktionen jetzt mitgeben, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Wenn Sie sich also einschalten wollen, dann heftig mit den Händen wedeln. Ich habe so ein bisschen Gegenlicht, aber ich glaube, ich sehe Sie dann schon. Ist aber im Moment noch nicht der Fall. Dann machen wir hier erstmal weiter oder hinter der Säule? Nee, auch nicht. Okay. Bitte? Ach so, war gar nichts mehr. Alles klar, gut. Ja, wir haben so eine erste Runde. Ein Punkt, den ich interessant fand, war, es besteht ja sozusagen Einigkeit darin, in Anerkennung der eigenen Leistung oder der Leistung der anderen, aber jedenfalls Einigkeit darin, ja, es gibt deutlich mehr Geld, es gibt einen Aufwuchs in den vergangenen Jahren für das Wissenschaftssystem, aber Aufwuchs heißt ja noch nicht automatisch bessere Qualität. Herr Prenzl, Sie haben das gerade auch nochmal angesprochen, vielleicht können wir diesen Zusammenhang nochmal so ein bisschen beleuchten, weil das finde ich schon interessant. Da muss ja irgendein Mechanismus noch dazukommen zu mehr Geld oder besserer Ausfinanzierung, dass es eben auch zu guter Arbeit oder besserer Arbeit führt. Keine Frage, aber ich glaube, wir waren ja schon ein bisschen unterwegs in der Richtung. Also das ist schon der Punkt, inwieweit wir die wissenschaftlichen Einrichtungen dazu bekommen, dass sie die Frage Nachwuchsförderung zu einer strategischen Chefsache machen. Das ist im Augenblick, glaube ich, noch nicht der Fall. Ich würde ganz gerne eben auch noch den Punkt aufgreifen, der bei Herrn Rossmann anklang. Auch in unseren Empfehlungen haben wir uns relativ stark geäußert zu dieser Frage nichtwissenschaftliches Personal und auch wissenschaftsnahe Tätigkeiten, Wissenschaftsmanagement. Auch in diesem Bereich kann man, glaube ich, noch eine ganze Menge mehr tun, um Qualität besser auf die umsetzen zu können. Das, was für mich entscheidend ist, wäre eben, können wir Pakete schnüren, also es war ja ein bisschen die Rede davon, Anreizprogramm, die mit Verbindlichkeiten verbunden sind für die Universitäten, für die Hochschulen in der Richtung, selbst eigene Initiativen zu unternehmen, also selbst zu sehen, welche Beiträge sie leisten können, um mehr Professuren zu schaffen, welche Beiträge sie selbst unternehmen können, um mehr dauerwissenschaftliche Mitarbeiter stellen, um die Personalentwicklung auf Vordermann zu bringen und dann aber eben auch zu verbinden mit der Anerkennung, mit dem Anreiz, wenn man das sehr gut macht, eben auch eine Unterstützung zu haben, um dieses schwierige Umsteuern auf Tenure-Track für eine bestimmte Zeit erleichtert zu bekommen. Und in dieser Hinsicht scheinen mir diese Verknüpfungen von Anreizen mit Forderungen ein wichtiges Mittel zu sein, um Bewegung ins Spiel zu bringen. Herr Rossmann, dazu direkt. Sie heben ab auf Juniorprofessur Tenure-Track, auf die zukünftige Struktur, in der sich Personalaufbau am wissenschaftlichen Personal, aber eben, was ich sehr gut finde, an der Begutachtung durch den Wissenschaftsrat eben auch immer im nicht wissenschaftlichen Personal entwickeln kann. Ich will trotzdem nicht hier den Spaltpilz treiben, aber auf bemerkenswertes hinweisen. Wir sind eingeladen auch zu einer Diskussion über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Ich habe mich manchmal gefragt, ob eigentlich, was ja auch in Ihrer Frage durchschimmert, mehr Geld automatisch zu besseren Arbeitsverhältnissen führt. Weil mehr Geld hat es ja auch im System in den letzten Jahren gegeben. Weil das ist ja nicht der erste Hochschulpakt, sondern wir haben ja schon Hochschulpakte. Aber mit dem Ergebnis, dass es vielleicht auch einen entsprechenden Anteil an unterjährigen befristeten Beschäftigungsverhältnissen gegeben hat. Trotz mehr Geld.
Also es muss dort noch eine strukturierende, eine ordnende Komponente dazukommen. Sonst ist nicht automatisch mehr Geld etwas, was die Arbeitsbedingungen auch verbessert. Und da gebe ich nur zu bedenken, und Sie mögen daraus absehen, dass es ja Verhandlungspunkte dann auch noch sind, dass natürlich eine Wissenschafts-Bildungsministerin, die in der Süddeutschen Zeitung, ich kann das alles nur vom 19.01. ausdrücklich unterstreichen, vier Feststellungen trifft. Es ist indiskutabel, dass mehr als die Hälfte der Wissenschaftler bei ihrem ersten Vertrag kürzer als ein Jahr beschäftigt werden, ein Wort ist. Wenn es indiskutabel ist, dann muss daraus eigentlich Reaktion erfolgen. Zweites, für Promotion muss die Vertragsdauer sich daran orientieren, wie viel Zeit nötig ist. Das wird selten unter 3 Jahren gehen. Ähnlich ist es bei Drittmittelprojekten. Hier sollten die Verträge so lange laufen, wie das Projekt, also in der Regel über mehrere Jahre. Synchronisation. Dann viertens, wir wollen zudem mehr Planungssicherheit für Hochschulmitarbeiter, etwa im Labor. Daueraufgaben dürfen nicht über Zeitverträge erledigt werden. Wenn das 4 Punkte sind, dann finde ich, ist da eine gute Parallelität zu dem, was über die Pakte verhandelt worden ist mit Bund und Ländern zusammen, was wir beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz als Mindestregelungen für ordnende, bessere Bedingungen uns vorstellen können. Und es bleibt dann noch genügend Zeit, sich auch das Incentive-Modell, also was könnte als Bund speziell mit angeschoben werden, um eine Zukunftsstruktur mit zu befördern, entwickelt werden. Und das ist die Jahresaufgabe. Aber ich finde, das ist ein Wort, was wir hier auch in der Zeitung am 19.01. lesen konnten. Das sind im Grunde auch Forderungen, die hier seit gestern Abend durchgängig als gewerkschaftliche Forderungen formuliert wurden. Es gab, Kai Gehring, heute Morgen in einem Workshop, oder heute Mittag war das, den Anreiz oder die Idee, dass man sagt, wenn wir weniger befristete Beschäftigungsverhältnisse haben wollen, dann müssen wir das machen wie bei den Fußballtrainern. Die sind richtig teuer, wenn man sie frühzeitig entlässt und das Arbeitsverhältnis sehr kurz ist. Also so eine Art Risikoaufschlag oder Schmerzensgeld für die Befristung. Wäre das ein Weg? Oder muss ich drüber nachdenken? Und das mit dem Fußballvergleichen ist immer eine ganz gefährliche Kiste für einen Politiker. Berlin hat heute den Jos Lobotai rausgeschmissen, ne? Das haben Sie alle mitgekriegt. Also ich finde ja auch diesen Autorinnenbeitrag der Ministerin sehr lesenswert. Und ich frage da natürlich als Opposition auch immer, was folgt draus? Und was heißt das für die Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und was heißt das auch für das Jahr 2015? Und ich finde, wir müssen jetzt wirklich neben dieser Novelle des Zeitvertragsgesetzes ganz klar darüber reden, braucht es nicht dann jetzt einen Pakt für den wissenschaftlichen Nachwuchs, für gute Arbeit, für verlässliche Wissenschaftskarrieren? Oder versuchen wir das über eine Art Anreizprogramm mit der Tenure-Track-Professur? Das sind auf jeden Fall konkrete Vorschläge, die ja auch auf dem Tisch liegen, die angedacht sind, wo es auch darum geht, wie viel Geld nimmt man zusätzlich noch in die Hand. Da fürchte ich, ist langsam aber die Kasse leer unter dem Mantra der schwarzen Null. Das wäre nochmal etwas, wo auch eine große Koalition ernst damit machen kann, dass Forschung und Wissenschaft prioritäre Zukunftsinvestitionen sind, da nochmal nachzulegen. Und es muss auf jeden Fall bei einer solchen Verabredung mehr Verbindlichkeit rein. Also ich finde das auch überhaupt nicht prickelnd, wenn sich Merkel, Schäuble und Scholz zusammensetzen und über die BAföG-Entlastungsmittel zu dieser Form der Verabredung kommen, wo klar ist, diese Mittel sind nicht zwingenderweise on top und zusätzlich und bringen uns nicht zwingend weiter auf dem Weg zur Erreichung des 7%-Ziels des BIPs bei Bildung oder 3,5 bei Forschung. Da muss einfach auch mehr Verbindlichkeit in das gemeinschaftliche Handeln rein. Und wenn diese Grundgesetzänderung zum 1.1. jetzt nicht folgenlos bleibt, dann wäre eigentlich dieses ganze Handlungsfeld Zukunftsperspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs das große Projekt, wo Bund und Länder gut gemeinschaftlich etwas auf den Weg bringen können. Und deshalb werden wir die Ministerin weiter an diesen Worten messen. Vielleicht kann man die 3, 4 Forderungen auch noch mal zeitnah in den Bundestag einbringen. Vielleicht gibt es aber sogar doch noch vor der Sommerpause Eckpunkte der Koalition. Also da ist es wichtig, als Gesellschaft, als Gewerkschaften, auch als Opposition weiter Druck zu machen, dass wir zu guten und langfristig tragfähigen Lösungen kommen. Im Moment
sehe ich einfach eine große Erwartungshaltung einerseits und eine große Unzufriedenheit. Und deshalb muss es da dringend Verbesserungen geben. Alexandra Dinges-Dierich dazu. Ja, vielleicht gleich ganz direkt dazu und auch zu dem, was Herr Rossmann eben gesagt hat, zu dem Interview von der Frau Wanka in der Zeitung. Ich glaube, was ganz deutlich geworden ist aus allen Ausführungen bisher, dass das Vertragsunwesen, was es ja gab, ich möchte jetzt hier keine generelle Verunglimpfung aller Wissenschaftseinrichtungen und Hochschulen machen, das wäre total überzogen. Dennoch, die Zahlen sprechen an manchen Ecken wirklich für sich und deshalb kann man da auch nicht weggucken. Und was ich in der ganzen Diskussion für viel zu kurz halte, das kommt immer so ein bisschen, wir reden viel über mindestens. Auch ich war mal im Wissenschaftssystem und war aber auch mal auf der anderen Seite. Und ich muss sagen, ich finde, wir sollten, wenn wir auch über Qualität reden, viel stärker über das Qualifizierungsziel nennen. Ich finde einfach so wie mit den jungen Nachwuchswissenschaftlern, vielleicht sind ja auch welche hier, teilweise verhandelt wird nach dem Motto, ach ja, das finde ich aber toll, dass Sie bei uns anfangen wollen. Wir haben auch Geld, aber das reicht jetzt im Moment nur noch für, keine Ahnung, 10 Monate oder irgendwas. Jetzt gebe ich Ihnen erstmal einen Vertrag und dann machen wir die andere Finanzierung hinten drauf. Also ich finde, so darf ein Gespräch nicht laufen, aber das ist leider in vielen Dingen tatsächlich die Realität. Und ich meine, dass so ein Gespräch, und da steht ein Stück weit auch die fehlende Professionalität einiger Hochschulen, weil sie anders aufgestellt sind als heute unsere Erwartungen. Also dass man mit Personalentwicklung, mit Mentoring, mit Beratung völlig anders umgehen muss. Also dass man solche Bewerbungsgespräche ganz anders führen muss, denn das ist ja ein Bewerbungsgespräch. Dass man sich nachher treffen muss mit seinen Erwartungen, ist klar. Aber im Mittelpunkt steht doch, wir reden hier über Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Wir reden über wissenschaftliche Qualifizierung. Wir reden nicht über Teilzeitbefristungsgesetz, wenn es irgendwo einen Job gibt an der Uni. Wir reden über wissenschaftliche Arbeit. Da muss das auch in so einem Bewerbungsgespräch in der Mitte stehen. Was möchte der junge Mensch jetzt nach seinem Studium oder nach seiner Promotion, was will er erreichen, was ist sein Ziel? So, und dann kommt die Wissenschaftseinrichtung und sagt, ja, interessant, das passt zu uns, ganz prima. Dann muss aber in meinen Augen, wenn dem so ist, das Bekenntnis des Arbeitgebers, das ist in dem Fall Universität, Wissenschaftseinrichtung oder was auch immer, sagen, gut, um das zu erreichen, wir brauchen dafür mindestens 3, 4 oder keine Ahnung wie viele Jahre, dann muss der Vertrag auch diesem Ziel folgen. Und nicht umgekehrt. Nicht sagen, ich habe jetzt Geld für 10 Monate und jetzt fängst du mal für 10 Monate an. Sondern das Gespräch muss laufen über das Qualifizierungsziel. Und wenn das definiert ist, dann geht es darum, wie lange brauche ich, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann darf es auch keinen unterjährigen Vertrag geben. Ich weiß, dass wir hier, vielleicht sind ja auch einige Wissenschaftseinrichtungen hier von der Funktionsseite her, dass das dazu führen kann, das sehe ich auch, das wird mir auch von der anderen Seite vorgeworfen, dass es vielleicht dann weniger Stellen gibt. Das kann schon sein, weil man 1 Euro nur einmal ausgeben kann. Ich denke aber, dass wenn wir diese Bewerbung einfach mal umdrehen und wirklich die wissenschaftliche Qualifizierung in den Mittelpunkt stellen und uns daran orientieren, dass das auch zu einem anderen Geist kommen wird und auch die Hochschulen dann wissen, gute Leute kriegen wir immer nur, wenn wir auch dieses Verfahren anbieten und damit eine verlässliche Perspektive schaffen. Und in dieser Zeit logischerweise dann auch die Begleitung des Postdocs stattfinden muss, denn danach kommt ja wieder etwas. Also man muss dann sehen, wo geht's dann eigentlich weiter. Und so stelle ich mir das vor. Und das muss ein Wissenschaftszeitvertragsgesetz in meinen Augen auch abbilden. Das tut es im Moment nicht. Nicole Gohlke noch dazu. Ich wandere mal rüber. Herr Rossmann, gleich. Also vielleicht auch noch eine ganz kurze Vorbemerkung sozusagen zu dem Beitrag von Frau Wanka, der jetzt ja hier schon vielfach zitiert und auch gelobt wurde. Ich finde, dass dieser Beitrag, also hat mir vor allem eins gezeigt, nämlich dass Druck sich auszahlt. Also ich finde sozusagen, es ist ein beträchtlicher Erfolg, insbesondere der Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und auch der GEW natürlich voran und so weiter,
die jetzt im Endeffekt über Jahre eine kontinuierliche Arbeit, Aufklärungsarbeit und sozusagen auch Mobilisierungsarbeit in der, also da geleistet haben. Ich glaube, das sind schon ein Stück weit auch genau die Ergebnisse dieses Prozesses. Das andere ist, ich empfinde die Debatte so ein bisschen unbefriedigend, wenn jetzt auch so ein Ping-Pong angefangen wird in Richtung, also was kommt jetzt zuerst, die Finanzierung oder der rechtliche Rahmen und sozusagen war es nicht schon genug Finanzierung oder ist nicht eigentlich schon genug Geld im System? Also da muss ich schon widersprechen. Herr Rossmann, Sie hatten jetzt sozusagen auf die Hochschulpakte verwiesen. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Also sozusagen, das ist Geld. Ich bin bei der Linken, für uns ist es sehr viel Geld sogar. Aber und sozusagen, es ist auch so, natürlich sozusagen ist der Hochschulpakt, gab es da auch Aufwüchse und die sind nicht klein oder gering zu reden. Aber gleichzeitig gehört halt zu der Wahrheit auch dazu, dass sie eben nicht Schritt gehalten haben, sozusagen mit den steigenden Studierendenzahlen. Und das tun sie eben schon seit Jahren und eigentlich fast schon seit Jahrzehnten nicht. Also sozusagen diese chronische Unterfinanzierung des Hochschulsystems ist eben ein Fakt, an dem man auch nicht vorbeikommt. Und da ist es natürlich sehr, sehr gut, wenn eine Regierung darauf verweisen kann, wir haben aber nochmal erhöht. Trotzdem ist die Frage, wie bildet sich das Ganze zur Relation eben sozusagen Studierendenzahlen insbesondere ab? Und ich denke, da sprechen die Zahlen gerade eben, was die unbefristeten Stellen, aber natürlich auch, was die Professorinnenstellen im Vergleich zum Beispiel zu den Studierenden anbelangt, sozusagen, die sprechen da schon eine ziemlich deutliche Sprache. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen schwierig, wenn von der Koalition ja jetzt wirklich so gebetsmühlenartig immer auf diese 1,1 Milliarden, 1,17, wenn wir den Darlehensanteil sozusagen abziehen, sind es dann aber auf einmal nur noch 0,9, sozusagen BAföG-Milliarden ansprechen. Also das ist, wie gesagt, auch Geld. Ich will überhaupt auch das nicht kleinreden. Aber es ist schon ein bisschen so, wann immer irgendjemand irgendeine bildungspolitische Forderung aufstellt. Also wenn jemand sagt, wir brauchen mehr Kita-Plätze, dann wird auf dieses Geld verwiesen. Wenn jemand mehr sagt, er sagt, wir bräuchten Inklusion, dann wird auch darauf verwiesen. Wenn jemand sagt, soziale Infrastruktur an den Hochschulen, dann wird auch darauf verwiesen. Und wenn jemand sagt, gute Arbeit in der Wissenschaft, dann wird auch darauf verwiesen. Und dazu, richtig, und dazu muss ich jetzt nicht diesen Betrag gering finden, aber dazu, also es reicht, wenn ich rechnen kann. Und ich weiß schon, dass man eben diese ganzen Projekte nicht mit diesen 1,1 Milliarden finanzieren kann, bundesweit und flächendeckend und in guter Qualität. Und deswegen bleibe ich schon dabei, dass ich glaube, es braucht ein Zusammengehen von sozusagen dem Setzen und dem Neuabstecken des rechtlichen Rahmens und wirklich einer Finanzierung, die mit den tatsächlichen Bedarfen eben auch Schritt hält. Ich glaube, es wäre ein gutes Zeichen, wenn es ein Anschubprogramm des Bundes zur Einrichtung von unbefristeten Stellen gäbe. Ich glaube, das wäre ein erster Schritt, wo man sozusagen auch nochmal genau dieses Zeichen und diesen Anreiz sozusagen auch nochmal setzen kann, in welche Richtung soll es eigentlich gehen. Es gibt auch den Vorschlag, Gelder aus der Exzellenzinitiative zu widmen in einen Pakt für gute Arbeit in der Wissenschaft. Ich finde, da sind viele sinnvolle Vorschläge auch auf dem Tisch. Die müsste man jetzt eigentlich weiter diskutieren und ich plädiere sehr dafür, diese beiden Aspekte eben immer zusammenzudenken. Das Plenum hat das Wort. Vielen Dank. Mein Name ist Sonja Stark von der Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft. Ich habe zwei Fragen an das Podium. Die erste Frage richtet sich an Herrn Prenzel. Sie haben ja die Empfehlung des Wissenschaftsrates gerade dargestellt, in denen in der Tat, finde ich, sich sehr viele wichtige Punkte und Weichenstellungen befinden, die man nehmen müsste in der Wissenschaft. Und es gibt eine Stelle, an der ich aber noch große Fragezeichen habe, nämlich wenn ich mir den Qualifizierungsweg, so wie Sie ihn skizzieren, durch den Kopf gehen lasse und so ein bisschen mitrechne, in welcher Lebensphase man ungefähr was erreicht. Promotion, eine Postdoc-Phase mit verschiedenen Stellen, danach eine Tenure-Phase, die 6 Jahre erstmal dauern soll, bis eine Entfristung kommt. In welcher Lebensphase etwa kommt dann die Entscheidung für die erste Dauerstelle, die Entscheidung für die Entfristung? Ich komme so im Kopf ungefähr auf Anfang bis Mitte 40. Meine Frage ist, haben Sie darüber diskutiert? Laufen diese Vorschläge darauf hinaus, dass wir in einer ähnlichen Lebensphase wie heute die erste Dauerstelle haben? Oder würden Sie sagen, es ist ein Ziel, ich glaube, das wäre wichtig, dass wir diese Entscheidung für die erste Dauerstelle tatsächlich im Lebensverlauf auch weiter nach vorne ziehen. Meine zweite Frage richtet sich an Frau Dinges-Dierich. Herr Rossmann hat ja vorgelesen, was er in der Zeitung gelesen hat, was die Bundesregierung so möchte. Meine Frage an Sie ist, kann ich davon ausgehen, dass diese Punkte, die Frau Wanker in diesem Interview genannt hat, dass das Punkte sind, wo die Unionsfraktion voll hinter der Ministerin steht, dass das Punkte sind, die sich wiederfinden werden in Ihrem Entwurf für eine Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und können Sie mir einen Hinweis geben, wann ich etwa mit diesem Entwurf rechnen kann?
Herr Prenzel, mögen Sie anfangen? Dann hat Frau Dinges-Dierich zwei Minuten Zeit zu überlegen. Gerne. Wenn wir den Zeitpunkt, den Start der Promotionsphase bei 27 ansiedeln, können auch 26. Es ist heute nicht unrealistisch, sogar mit 25 einen Master zu haben. Aber sagen wir 27. Dann haben Sie 3 Jahre oder 4 Jahre, dann sind Sie 30 oder 31 mit abgeschlossener Promotion. Und jetzt war die Rede von einer Postdoc-Phase, die möglichst nicht über 4 Jahre sich erstreckt. Dann wären wir ungefähr 34 mit dem Tenure. Und wenn Sie 34 mit einer Tenure-Position haben, dann haben Sie unter der Voraussetzung, dass Sie jetzt keinen großen Mist bauen, eine Stellenperspektive. Na gut, man muss das einfach mit sehen. Natürlich ist die Frage aus meiner Sicht aber wichtiger, zu welchen Zeitpunkten die Beratung einsetzt. Sie muss mit 27 einsetzen bei der Frage, wer promoviert. Sie muss einsetzen nach der Promotion, was ist der richtige Weg. Und wir müssen auch ein bisschen aufpassen, wir haben erhebliche Unterschiede zwischen den Fächern. Es wird hier immer sehr viel in einen Sack geworfen, was oft nicht zusammenpasst. In der Chemie promovieren fast 100%. Ja, das ist inzwischen der Normalabschluss und die gehen zum großen Teil nicht in die Wissenschaft, sondern gehen eben in die Forschung außerhalb. Also da haben wir sehr große Fächerunterschiede. Aber bleiben Sie dabei, mit 30 Jahren die nächste Frage. Und bei 34, bei dem Tenure-Track, ich halte das durchaus für ein berechenbares System. Und von daher sitzen Sie auf einer Stelle, die eigentlich eine unbefristete Perspektive hat. Bei der Frage wissenschaftliche Mitarbeiter auf Dauer würde ich glauben, dass Sie je nach Zuschnitt, wenn Sie eine Wissenschaftsmanagement-Tätigkeit, eine wissenschaftsnahe Tätigkeit, dann kann der Zeitpunkt auch früher sein. Für andere Bereiche muss man eben auch sehen, wie das dann zusammenpasst mit dem alternativen Weg zum Tenure-Track. Aber insgesamt würde das eine wirklich große Verjüngung bedeuten, vor allem ein Vorziehen der Entscheidungen. Die zweite Frage war, wie viel CDU-Fraktion steckt in Frau Wankers Worten, Frau Dinges-Dierich? Also eine Umfrage hat sie bei uns noch nicht gemacht. Also wir sind 311, glaube ich. Herr Rossmann, wissen Sie das genau? Ich glaube 311, oder? Ich will das nicht übernehmen, zu viele. Also darüber könnten wir noch streiten. Also sie hat noch nicht vorgetragen, es gab auch keine förmliche Abstimmung darüber, sondern wir sind im Moment in dem Prozess der Abstimmung zwischen innerhalb der Koalition. Wir sitzen nahezu täglich zusammen und überlegen uns, wie wir dieses ganze Ding umsetzen. Aber die Aussagen von Frau Wanker betreffen genau das, was ich vorhin ausgeführt habe, wer mir zugehört hat. Es geht wirklich darum, dass das Qualifikationsziel, was jemand erreichen will, in welcher Zeit auch immer, es gibt auch welche, die das in einem Jahr machen. Es gibt aber auch welche, die vielleicht 5 Jahre da brauchen, weil die vielleicht eine Arbeit haben daneben, die das einfach erforderlich macht, hier länger zu machen. Dass sich daran auch die Vertragslaufzeit orientiert. Wir hatten ja auch ein gemeinsames Fachgespräch, also die Kollegen von der SPD und wir, und hatten da auch eine bunte Mischung von Professoren, Gewerkschaft, Personalern, auch den Herrn, der die HIS-Studie gemacht hat, ich komme gerade nicht auf den Namen. Und auch da ging es die ganze Zeit darum, wo finden wir eine Zahl und finden wir denn keine Zahl? Und das Ergebnis war wirklich bei allen inhaltlicher Art. Jeder hat versucht, mindestens, sagte dann gleich, aber das geht ja nicht, dann brauchen wir ja einen Ausnahmenkatalog. Also es waberte hin und her, auch zwischen den Professoren, genauso wie zu Frau Hanack, wie wir da an dem Nachmittag saßen. Also das ist nicht so einfach, aber ich sage auch eins, die Ministerin, das, was die Ministerin sagt, ist im Grundsatz auf jeden Fall unsere Position. Das Schwierige ist, das nachher in ein Gesetz zu gießen, dass wir dieses Inhaltliche auch wirklich erreichen und Wissenschaft trotzdem Flexibilität hat. Das ist also es ist kein Zauberwürfel. Ich denke, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ich möchte es nur gerne verlässlich haben. Und ich möchte auch wissen, woran die sind. Und ich möchte natürlich auch nachher eine Evaluation haben, dass sich keiner verstecken kann. Also das ist für mich ganz wichtig. Und jetzt war die Frage, wann? Also wir sind übereingekommen, die SPD und CDU, dass wir in diesem Jahr das Wissenschaftszeitvertragsgesetz abschließen.
Das ist unsere Vereinbarung. Ich weiß jetzt nicht, ob wir, Herr Rossmann, ob wir uns noch mal irgendwann so in die Wolle kriegen, dass wir woanders landen, aber ich kann mir das eigentlich nicht wirklich vorstellen. Ich glaube, wir verhandeln schon so, dass wir dieses Ziel auch immer im Auge haben. Beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz kann man ja auch noch glauben, dass das in einem Jahr geht. Sie haben gesagt, bei der Qualifikation geht das auch. Eine Promotion in einem Jahr, das schafft nur Schatzi Markakis oder Gutenberg vielleicht, aber sonst niemand. Außer Mediziner, aber da können wir vielleicht nachher nochmal drüber diskutieren. Herr Rossmann, noch kurz dazu. Sie haben ja gemerkt, als ich in der ersten Runde auf die Einschätzung von Frau Wanka verwiesen hatte, dass das für uns so wichtig war, weil es zeigt, dass da ein übergreifendes gemeinsames Problembewusstsein ist, was auch klarer artikuliert werden kann, als zu den Zeiten, als die FDP dort noch auf der Bremse stand. Und das ist etwas, an dem wir ansetzen, ein bisschen in die Koalitionsverhandlung. Ich habe bewusst gesagt, das ist noch kein Gesetz, es ist ein Wort in den vier Punkten. Und nun wird es in den Verhandlungen darum gehen, wie wird es Gesetz? Und da gibt es im Gesetz dann immer Verhandlungsspannungen, die Spanne zwischen können, sollen, müssen. Die Frage, was sind Ausnahmen, was sind fest zu 100% verbindliche Regelungen? Und bitte haben Sie Verständnis dafür. Sie können es am Ende ja selber sehen, was ist seitens Hamburg und NRW in den Bundesrat, was ist von uns in einem Gesetzentwurf zum Parlament eingebracht worden. Und darüber wird jetzt zu verhandeln sein. Um hier gar keine Unklarheiten aufkommen zu lassen, wir haben wohl registriert, dass auch zum Beispiel ein uns wichtiger Punkt Betreuungsvereinbarung, Qualitätssicherung im Prozess, nicht von mir so zitiert werden konnte, wie ich das auch gerne hätte. Und die Tarifsperre ist auch nicht angesprochen worden. Aber das wissen alle. Wer bei einer Wahl über 40% bekommt und wer 25,7 einfährt, oder es war bei den Grünen und den Linken ja auch nicht himmelschießend, der muss sich dann in solchen Verhältnissen mit arrangieren. Und es geht dann vor allen Dingen darum, mit besten Argumenten die offene Situation jetzt zu nutzen. Darum wollen wir jetzt uns gemeinsam bemühen, und das soll jetzt hier auch nicht irgendwie eine Vorführsituation sein, weil wir ja genau diese Partnerschaftlichkeit im Aushandeln in der Großen Koalition auch mitbrauchen. Gut, deshalb, aber die Ansage, dass das in diesem Jahr kommt, ist eine Ansage, mit der können wir ja gut leben hier. Ja. Was ich umgekehrt auch der Ehrlichkeit halber sagen will zu Frau Gohlke, aber Frau Dinges-Dierich, Sie kommen dann auch noch mal mit einer kleinen Nachbemerkung. Wir haben. Aber Herr Rossmann, da müssen wir jetzt ganz kurz machen. Wir müssen auch bis 17 Uhr. Ja, dann sage ich Ihnen das ganz kurz. Wir haben uns genauso verpflichtet in der Gleichwertigkeit von gehobener Berufsausbildung, Weiterbildung, Meister BAföG, wie auch wissenschaftlichem Nachwuchs bei beidem noch besser zu werden. Und das Meister BAföG ist auch noch nicht finanziert. Und wenn es dort darum geht, zusätzliche Mittel im zwei- oder dreistelligen Millionenbereich zu mobilisieren, dann stehen die in einer Wertschätzung, die vergleichbar ist dem wissenschaftlichen Nachwuchs an den Hochschulen. Weil ein anderer Teil der Gesellschaft würde sagen, da steigen demnächst 200.000 Handwerksmeister aus. Und wenn wir unseren Mittelstand, das Handwerk, die Wertschöpfung in dem Bereich halten wollen, müssen wir jetzt daran gehen, dort die Nachwuchskräfte anzubilden. Ich will das Ihnen nur deutlich machen, dass wir nicht je nach dem Ort vor Lehrern dafür plädieren, dass alle BAföG-Mittel in die Schulen gehen und vor Hochschulen, dass sie an die Hochschulen gehen und vom Handwerk in die berufliche Bildung. Nee, das muss schon ausgewogen sein. Und das ist im Übrigen dann aber die kleine Bemerkung, die ich dann auch Frau Dinges-Dierich sagen möchte, gewiss, die BAföG-Milliarden, die sollten on top kommen. Aber es ist ausdrücklich in einer Souveränität der Länder der verschiedensten Farben auch gesehen worden, dass es länderbezogene Ausfüllungen der Mehrwertsteueranteile geben soll, die darüber mit verbunden sind, weil eben keine BAföG-Mitfinanzierung zusätzlich gebunden war. Also ich werbe hier auch vor Hochschulvertretern dafür, dass wir die Meisterausbildung genauso ernst nehmen. So, wir gehen nochmal ins Plenum. Drei Menschen habe ich noch auf der Liste. Wir schauen mal, ob wir sie alle schaffen. Versprechen kann ich es nicht, aber wir fangen an mit Matthias Neiss. Ja, Matthias Neiss von Verdi. Das Stichwort Tarifsperre ist aufgekommen. Das hätte ich aber noch gern ein bisschen genauer, wenn es geht. Und die Frage geht an die beiden Koalitionsfraktionen, logischerweise. Frau Dinges-Dierich, wird Ihre Fraktion einen Gesetzentwurf mittragen, der die Tarifsperre nicht mehr enthält? Und Ernst-Dieter Rossmann, wird Ihre Fraktion einen mittragen, wo es noch drinsteht? Die Anschlussfrage an Frau Dinges-Dierich, sollte Ihre Antwort Nein lauten, warum halten Sie die Tarifsperre für einen unverzichtbaren Bestandteil des Gesetzes?
das letzte zuerst, um weiteres Zerfleddern in diesem Bereich zu vermeiden. Aber das erste, es ist schon erstaunlich, dass trotz Tarifsperre bis heute es noch nicht keinen einzigen darunterliegenden Tarifvertrag über zum Beispiel Mindestlaufzeiten von Verträgen an Hochschulen gibt. Warum? Das ist möglich. Tarifsperre, und das wird vielleicht ein bisschen übersehen, heißt nichts anderes, als dass dieser Befristungsrahmen von 12 beziehungsweise beim Medizinstudium 15 Jahren, dieser nicht tariflich verändert werden darf. Alles, was in dem Gesetz drinsteht, darf tariflich nicht verändert werden. Aber unterhalb dieses Gesetzes können die Partner an den Hochschulen sich eigene Regeln, wie zum Beispiel Mindestlaufzeiten in den normalen Verträgen für wissenschaftlichen Nachwuchs geben. Das wird immer wieder falsch gesehen. Also nochmal, wir haben ein Gesetz mit einem Rahmen. Und dieser Rahmen ist ausgenommen aus tariflichen Vereinbarungen. Der ist einfach gesetzt. Punkt. Weil wir wollen, dass diese 12 Jahre für alle Hochschulen gleich gelten und für das Personal dort. Aber innerhalb der Hochschule gibt es keine Vorschrift, dass die dort beteiligten Arbeitgeber, Arbeitnehmer sich auf Eckpunkte für ihre Verträge für den wissenschaftlichen Nachwuchs einigen. Das wird immer, Sie gucken fassungslos, aber es ist so. So, und jetzt frage ich Sie, warum sollen wir etwas ändern, wo wir wenigstens vom Rahmen her dann die Vergleichbarkeit über ganz Deutschland haben? Jetzt muss Herr Rossmann noch Ja oder Nein sagen. Wir haben ja in unserem eingebrachten Gesetzentwurf der letzten Legislaturperiode Ja zur Aufhebung der Tarifsperre gesagt. Wir haben bei den Koalitionsverhandlungen, ohne das jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern, gemerkt, dass dort ja unterschiedliche Rechtsphilosophien, auch Staatsrecht und Tarifrecht, aufeinandertreffen, durchaus auch sogar noch in Differenzierung vielleicht zwischen einer CSU, die dort genauso gleichwertig mitverhandelte, wie eine CDU. Und ich muss sagen, da müssen wir noch sehr, sehr viel überzeugen, dass hier das Tarifrecht konstruktiv ist und nicht als abseitig zu betrachten wäre. Ich erinnere mich auch an Diskussionen, die wir dort in den Charité-Hörsälen gehabt haben, im Umfang Umfeld Templiner Manifest und anderem, wo dann ein Kollege Kaufmann da war oder auch ein FDP-Vertreter. Und natürlich unter diesem Primat von Tarif man schon die Frage stellte, weshalb soll das dann nicht tarifär geregelt werden können, weil wir ja an anderer Stelle genau die Tarifautonomie auch an bestimmten Stellen so stark in die politische Diskussion gebracht haben. Manche erinnern das auch im Zusammenhang mit Mindestlohndiskussion etc. Also unsere Position dafür ist parlamentarisch hinterlegt. Verhandlungsergebnisse bleiben offen. So, ich bin wieder auf die andere Seite des Saals gewandert. Ja, Roland Kosig von Verdi aus Hamburg. Ich habe zwei Fragen aus einer etwas anderen Sichtweise. Das eine sind, man gewinnt den Eindruck, dass das, was Frau Wanka im Interview gesagt hat, Konsens ist. Ich glaube, aus Sicht der Hochschulen geht es nicht weit genug. Wir brauchen schneller unbefristete Stellen, allein zur Qualität von Beratung für die Kontinuität des Studiums. Das muss schneller gehen. Also ich sage nur mal Stichwort, vor vielen Jahren gab es mal nicht ohne Grund einen unbefristeten Teil des Mittelbaus. Das kommt zurzeit in der Diskussion nicht vor. Das Zweite ist, ich glaube, die Personalstruktur an den Hochschulen ist dramatischer, als sie hier sich dargestellt hat, nämlich durch die aus dem Ruder gelaufenen Lehraufträge. Es gibt Hochschulen, die sind nicht in der Lage zu sagen, wie viele Lehraufträge eigentlich bei ihnen sind. Die sagen, ja, vielleicht 20, vielleicht 30%, wissen wir nicht genau. Das kann doch überhaupt nicht sein. Und natürlich sind sozusagen Lehraufträge auch eine Sache, die sowohl für die Beschäftigten, diejenigen, die Lehraufträge selbst machen, dramatisch sind, als auch natürlich durch den Mangel an Kontinuität zwangsläufig auf die Qualität drücken. So, da dürfen jetzt mal Nicole Gulke und Kai Gehring ran. Ja, also genau, muss ich
Muss ich sozusagen diesen Punkt, der jetzt nochmal angesprochen wurde, würde ich genauso zustimmen. Ich glaube, das ist nochmal der entsprechende Punkt. Und da meine ich eben auch natürlich, dass die Hochschulen, sage ich mal, die möchte ich da auch nicht aus der Pflicht entlassen, da natürlich an der Stelle auch die Aufgabe haben, da nochmal entsprechend Einhalt zu gebieten. Ich glaube, vielleicht nochmal Bezug nehmend auch auf das, was Frau Dinges-Diering gerade gesagt hatte, sozusagen, Sie haben von dem Gestaltungsspielraum gesprochen, den es eben auch vor Ort sozusagen gibt auf Seiten der Einrichtungen. Ich habe das Gefühl, wenn man sich die Zahlen anschaut, wenn man sich die Berichte von vor Ort anhört, wenn man sich die verschiedenen Diskussionsrunden anhört, dass letztendlich man unterm Strich oder für die Gesamtheit feststellen muss, dass leider dieser Gestaltungsfreiraum letztendlich zu Lasten der Beschäftigten ausgenutzt wird, in ganz überwiegendem Maße. Das ist mein Eindruck. Die Ursachen dafür möchte ich sozusagen, ich glaube, die sind vielfältige. Ich glaube, das sind zum Teil natürlich tatsächlich ganz prekäre Finanzsituationen, die auch den Spielraum ganz heftig einschränken. Aber ich glaube, das gilt eben auch nicht für alle Ebenen. Ich würde das für einen großen Teil der Außeruniversitären zum Beispiel so nicht stehen lassen wollen. Und ich glaube, an der Stelle muss man auch sagen, dass da das Interesse der Arbeitgeber nach eben einer sehr, sehr starken Flexibilisierung mit Sicherheit einfach dem Interesse der Beschäftigten nach Planbarkeit und einer gewissen Sicherheit und Absicherung schlicht und ergreifend zuwiderläuft. Und ich glaube, dass wir schon sehen müssen, dass diese Flexibilisierung, wir sind ja auch im Gespräch mit den Leitungen von Einrichtungen und die sagen uns natürlich unterm Strich immer das eine, die sagen uns sozusagen, wir können ja überhaupt nicht wissenschaftlich arbeiten, wenn wir nicht diese Flexibilität haben. Jetzt weiß ich aber natürlich von der Beschäftigtenseite und von den ganzen Menschen, die im Wissenschaftssystem arbeiten, dass die sich auch bewusst sind, wie das Wissenschaftssystem läuft und dass die sozusagen sich auch bewusst sind, dass sie nicht 30 Jahre an dem gleichen Projekt arbeiten werden und sozusagen trotzdem in voller Verantwortung für die wissenschaftliche Arbeit und für ihr Projekt sagen, sie können sozusagen so unter diesen Umständen eigentlich nicht mehr beste wissenschaftliche Arbeit leisten. Insofern glaube ich, dass man an der Stelle tatsächlich sagen muss, der Gesetzgeber, der Bund muss hier den rechtlichen Rahmen schaffen, die Hochschulen der Gesetzgeber muss das auch finanziell untermauern und untersetzen, aber die Hochschulen, die Einrichtungen vor Ort haben das dann tatsächlich auch umzusetzen und müssen insbesondere der Situation, die gerade von dem Verdi-Kollegen nochmal mit den Lehraufträgen geschildert worden ist, dem insbesondere Einhalt gebieten. Kai Gehring. Also die Situation der Lehrbeauftragten halte ich auch für ganz besonders dramatisch, wenn man sich anguckt, wie da der Stundenlohn ist und wie das so mit dem Aufwand ist, auch entsprechend vorzubereiten, nachzubereiten. Das ist unglaublich und da kann man nur sagen, da muss man dringend dafür sorgen, dass es fair statt prekär zugeht. So kann das nicht bleiben. Und das ist eben auch ein dramatischer Ausdruck dessen, dass eben es völlig aus dem Lot geraten ist zwischen befristeten und unbefristeten Stellen. Und ich habe eben selber gesagt, ich will da kein Ping-Pong spielen, aber das wäre zum Beispiel mal für die Hamburger Universitäten dann ja durchaus auch mal etwas, wo man sagen kann, so, wir machen jetzt selber einen Kodex gute Arbeit und wir fordern Herrn Scholz und Hamburg da auch was ab sorgen entsprechend dafür, dass man erstmal weiß, wie viel Lehrbeauftragte es gibt und versucht eben auch mehr in unbefristete Stellen zu überführen, die auch anständig ausgestattet sind. Ja, aber wenn Sie sagen, da gibt es so einen Kodex, dann muss man ihn eben so verbindlich machen, dass er mit Anreizen versehen ist und dass er mit Sanktionen versehen ist, wenn er nicht eingehalten wird, sonst braucht man ja so einen Kodex nicht. Ja? Also deshalb muss man sozusagen auch da immer vertragstreu sein. Das gilt bei Verabredungen zwischen Bund und Ländern, das gilt aber auch bei Selbstverpflichtungen, sonst ist das einfach wirklich ein lockerer Zahn und es bringt nichts. So, und deshalb will ich aber auch nochmal sagen, jeder an seiner Rolle und jeder an seiner Stelle. Und wenn ich mir das immer anhöre bei der Union, die schwarze Null, ich finde, man muss wirklich sehr deutlich sagen, es geht um Konsolidieren und es geht um Investieren.
Und wenn sich Frau Wanke an anderer Stelle damit rühmt, dass man auch Dinge noch angepackt hat, die gar nicht im Koalitionsvertrag standen, Stichwort BAföG, ja, ist da ja komplett vergessen worden, unglaublich, kommt auch erst Wintersemester 16, 17, aber nichtsdestotrotz kommt und daher auch erst BAföG-Entlastung und so, dann müsste es auch möglich sein, jetzt nochmal über ein Anschubprogramm zu reden oder über einen Pakt für den wissenschaftlichen Nachwuchs, wo eben nicht nur Strukturentscheidungen drin sind, sondern auch zusätzliche Anschubfinanzierung und zusätzliche Mittel, um für diesen wichtigen Bereich was hinzukriegen. Wenn man sich anguckt, wie viele Menschen arbeiten an den Hochschulen, dann ist das auch keine Petitesse. Das ist mindestens die Einwohnerzahl von Frankfurt plus deren Families und die außeruniversitären Forschungseinrichtungen noch dazu. Es sind also sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betroffen und da kann man richtig was tun, weil es da eben auch um die klügsten Köpfe und um die Innovationskraft insgesamt unseres Wissenschaftssystems und damit auch der Wirtschaft geht. Vielen Dank. Herr Prenzel, ich hatte Sie vorhin nach der ersten Runde gefragt, wie zuversichtlich Sie sind und Sie haben vorsichtig optimistisch geantwortet, ja, Ihre Anregungen sind angekommen in der Politik und zwar quer durch die Parteien, quer durch die Fraktionen. Ich würde Sie ganz zum Schluss dieser Runde fragen, ob Sie noch ein bisschen Feuer legen können. Wie schnell muss denn jetzt was passieren, bevor Sie sagen, es ist zu spät? Also ich würde ganz gerne das Beispiel mit Hamburg nochmal aufgreifen. Wenn Sie sagen, an der Universität Hamburg weiß man nicht, wie viele Lehraufträge es gibt, dann habe ich gesagt, haben Sie ein hausgemachtes Problem. Und da finde ich, ist das Problem ein bisschen, wir dürfen auch die Institutionen nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Sie haben hier eine Verantwortung. Und, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig bei dem Punkt zu sagen, ja jetzt, also Ihren, den anderen Teil Ihrer Forderung, wir brauchen sofort Geld oder wir brauchen sofort Stellen. Also wichtig ist, glaube ich, auch zu sehen, dass man erstmal aufräumen muss und sich darüber klar werden muss vor Ort, wo die Probleme liegen. Und deswegen bin ich jetzt nicht so der Auffassung, dass ich sage, ich muss jetzt hier den ganz großen Druck aufbauen in der Richtung, morgen muss das Geld hier fließen. Wir brauchen auf jeden Fall eine gute Strategie. Also ich bin an der Stelle auch der Auffassung, lieber gründlich zu überlegen, wie ein gutes Paket ausschaut, das meinetwegen erst dann in einem Jahr verabschiedet wird, wenn es denn sehr gut aufgebaut ist. Also in dieser Hinsicht, glaube ich, muss man auch aufpassen, dass man nicht zu schnell in irgendwas hineinstolpert, sondern das wirklich gut überlegt.